Liebe Studierende, in der Einführung in die Philosophie möchte ich mich heute mit Ihnen der Frage widmen, was ist das überhaupt, die Philosophie? Und ich möchte zwei ganz verschiedene große Philosophen miteinander in ein Gespräch bringen. Zum einen den Begründer der abendländischen Philosophie, Platon, und zum anderen den wohl wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, Ludwig Wittgenstein. Und wir werden sehen, dass es da, obwohl die Tausende von Jahren voneinander getrennt waren, ganz überraschende Übereinstimmungen gibt. Aber beginnen wir mit der Suche nach einer Antwort darauf, was Philosophie eigentlich ist, da, wo die Philosophie begonnen hat, im alten Griechenland. Wir stehen hier im Innenhof der neu renovierten Glyptothek. Dort warten die alten Griechen schon auf uns. Kommen Sie einfach mit. Ich weiß nicht, ob Sie den Roman Sophies Welt schon einmal gelesen haben, und vielleicht ist es auch der Roman gewesen, der Sie zur Philosophie geführt hat. Der Roman handelt von einem jungen Mädchen, von Sophie, das voll Staunen ist angesichts der verschiedenen Philosophen, die ihr begegnen auf ihrem Weg. Und dieses Motiv des Staunens in dem Roman, das geht weit zurück bis in die griechische Antike hinein, wo man gemeint hat, dass die Philosophie mit dem Staunen beginnt. Und wenn Sie sich den Wikipedia-Eintrag über Philosophie durchlesen, ich habe den gestern noch mal gecheckt, da werden Sie auch lesen, dass die Philosophie mit dem kindlichen Staunen beginnt. Mit dem Staunen, dass überhaupt etwas ist und nicht nichts ist und so. Wenn wir uns aber anschauen, wie das jetzt in der Antike wirklich war und ein bisschen genauer hinschauen, dann werden wir merken, dass der Beginn der Philosophie so gar nichts von dem kindlichen Staunen hat, sondern eigentlich eine tiefe Erschütterung mit sich bringt. Das erste Mal, dass vom Staunen in der Philosophie gesprochen worden ist, ist in einer Schrift von Platon, in dem Dialog Theaetetos. Da geht es um folgende Szene. Sokrates sagt, dass es ihn immer wieder verwirrt, dass eine Sache mehr und weniger, größer und kleiner sein kann, ohne dass sich an der Sache selbst etwas ändert. Sein Beispiel ist das von 6 Würfeln. 6 Würfeln, die können auf einmal weniger werden, wenn man sie mit 12 Würfeln vergleicht. Und sie können, ohne dass sich an den 6 Würfeln etwas ändert, sie können mehr werden, wenn man sie mit 4 Würfeln vergleicht. Und er sagt, immer wenn ich darüber nachdenke, dann gerate ich in völlige Konfusion, gerate in völlige Verwirrung. Das sagt der Gesprächspartner von Sokrates in dem Dialog. Und Sokrates selbst antwortet, dass du in so eine Konfusion kommst, das zeigt, dass du ein guter Philosoph, ein guter Philosophos bist, weil die Philosophie mit dem, und das griechische Wort heißt dann taumazein, mit dem taumazein beginnt. Und Sie merken schon, dieses taumazein,
das hat eigentlich überhaupt nichts von kindlichem Staunen, sondern das hat etwas von einer Verwirrung, von einer Unsicherheit mit sich. Man gerät sofort in einen Erregungszustand, wenn man anfängt, darüber nachzudenken und denkt, huch, wo ist hier eigentlich der Fehler? Was ist los? Warum kann eine Sache mehr oder weniger werden, ohne dass sich daran etwas ändert? Und man beginnt, darüber nachzudenken. So, vielleicht kann man das Wort Taumatzian als Staunen übersetzen, aber mit Staunen ist eben nicht das kindliche Staunen gemeint, sondern eher so dieser Moment, wo Sicherheiten auf einmal wegfallen, wo Dinge, die man auf einmal einfach so für richtig gehalten hat, auf einmal fragwürdig werden. Beinahe so eine Erfahrung wie einem so, dass einem der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und man auf einmal nicht mehr so genau weiß, was ist. In einem anderen Werk von Platon lässt der Sokrates sich mit einem jungen Sklaven, mit Menon heißt er, unterhalten. Und Menon gerät ebenso in völlige Konfusion und sagt zu Sokrates, ja, Sokrates, du bist wie ein Zitterrochen. Wenn du anfängst zu philosophieren, dann erstarren die Leute und wissen überhaupt nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und Sokrates sagt dann, er kann selber nur ein Zitterrochen sein, wenn überhaupt, weil er selbst auch in diesen Zustand der Konfusion, der Erstarrung gerät. In dieses Gefühl, man kennt sich einfach nicht mehr aus. Und wenn wir uns anschauen, woher das Wort Philosophie kommt oder woher das Wort Philosoph kommt oder Philosophin kommt, dann würden wir sehen, dass auch die Wortbedeutung etwas von dieser Verwirrung mit sich trägt. Das Wort Philosoph, Philosophos im Griechischen, ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt, aus Philos, das heißt der Freund, und Sophia, das ist die Weisheit. Also, dass man einfach sagen könnte, das ist der Freund oder die Freundin der Weisheit oder des Wissens oder der Wahrheit oder wie immer man das fassen will. Aber wenn wir uns anschauen, und das klingt natürlich auch erstmal sehr gut, ja, also wir studieren Philosophie, klassische Philosophie, griechische Philosophie, weil wir Freunde der Weisheit sind. Das ist nicht sehr gefährlich und nicht sehr existenziell. Aber wenn wir uns anschauen würden, wie die anderen griechischen Worte ausschauen, die so mit Philos gebildet werden, dann würden wir merken, dass da etwas ziemlich Beunruhigendes reinkommt. Es gibt zum Beispiel den Philoinos. Oinos heißt der Wein und Philoinos ist der Weinliebhaber. Aber der Weinliebhaber, das ist in keiner Weise jemand, der halt gerne mal ein Glas Wein trinkt zum Feierabend und sich in Weinen auskennt, sondern das ist jemand, der auf eine für andere Menschen beunruhigende Art und Weise sich das ganze Leben um den Wein dreht. Man könnte sagen, also das ist eigentlich ein Alkoholiker. Ja? Und so ist es auch beim Philosoph. Das ist jemand, der wahrgenommen wird als jemand, der auf eine eigentlich ungute Art und Weise, wo sich diese Dinge um die Wahrheit, um das Wissen, um die Weisheit drehen. So wie es sich eigentlich für einen Menschen nicht gehört. Es hat etwas Überzogenes. Es gibt eine andere Schrift von Platon, der Gorgias, in dem Sokrates sich mit einem Menschen namens Kallikles unterhält. Man weiß nicht genau, wer dieser Kallikles war, aber Kallikles sagt da sehr klar, Sokrates, das ist ja gut und schön, sich solche philosophischen Fragen zu stellen. Das ist was für Jugendliche, für Heranwachsende, die Dinge in Frage stellen. Aber in deinem Alter, Sokrates, gehört sich das wirklich nicht mehr. Weil in deinem Alter müsste man langsam anfangen, ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden. Man muss sein Orientierungssystem klar haben. Und in deinem Alter sich noch solche Fragen zu stellen, das zeugt von einer ziemlich geistigen Unreife. Sie sehen auch da, dass der Begriff des Philosophen etwas existenziell Beunruhigendes hat. Das betrifft Menschen, die Fragen stellen, die sich nicht so einfach in die Gesellschaft einordnen lassen, die etwas Subversives haben, was Sokrates sicherlich an sich gehabt hat.
Nun, wenn Sie wie Platon, den wir aus dem Depot der Glyptothek haben erhalten können, weil momentan in der Glyptothek eine andere Ausstellung läuft und Platon und Sokrates ins Depot entsorgt worden sind, wenn wir uns nun in Platon hineinversetzen und uns überlegen, ja, Moment mal, wenn Philosophie wirklich diese existenzielle Suche, dieses unruhige Suchen nach Wissen, nach Wahrheit ist, was uns aus der Konfusion herausführen soll, ja, wie kann ich denn dann die Philosophie vermitteln? Wie muss ich denn das ganz konkret machen, damit Menschen, die meine Bücher zum Beispiel lesen, auch in diese Konfusion kommen, auch diese existenzielle Betroffenheit haben und auch in ein Erlebnis haben, was sie beunruhigt und wo das Nachdenken, die Intelligibilisierung des eigenen Lebens sie da dann herausführen soll. Wie vermittelt man so etwas? Und da hatte Platon eine gute Idee. Er hat sich nämlich gedacht, ich schreibe keine philosophischen Werke, also wie ich das zum Beispiel mache mit der philosophischen Anthropologie oder so, sondern ich schreibe Dialoge oder kleine Theaterstücke, weil die Dinge, die Platon geschrieben hat, nicht nur Dialoge sind, also wo sich zwei Menschen miteinander unterhalten, sondern häufig mehrere Leute miteinander philosophische Themen diskutieren. Und der große Hero von Platon, der Sokrates, ist in beinahe allen diesen Dialogen als Gesprächspartner präsent. Platon zeigt in seinen Werken, was passiert, wenn ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und sich über eine philosophische Frage unterhalten. Und dadurch gelingt es ihm, in eine ganz prinzipielle Distanz zu allem zu kommen, was diese verschiedenen Menschen, die in den Dialogen miteinander reden, sagen. Platon wird nie in die Position gebracht, dass er Stellung beziehen muss. Er muss nie irgendwelche Thesen verkünden. Er muss nie sagen, was er selber für richtig oder falsch hält. Und selbst wenn man zunächst denken könnte, okay, das macht zwar Platon nicht, aber aus Hochachtung dem Sokrates gegenüber legt der Sokrates das in den Mund, was er selber für richtig hält, würde man, wenn man genauer hinschaut, sehr schnell merken, dass dem auch nicht so ist. Viele Dialoge von Platons enden aporetisch. Aporetisch heißt in Fragen. Die Dialoge bieten keine Lösungen, sondern verwickeln uns in Probleme, die wir nur dann lösen können, wenn wir anfangen, selber nachzudenken, selber zu Philosophinnen und Philosophen zu werden, indem wir diese Werke von Platon selber lesen. Es gibt einen weiteren Dialog von Platon, Phaidros heißt er, wo Platon sehr scharfe Kritik übt, an jeder Form Philosophie in eine Schriftlichkeit zu bringen. Er erzählt einen bestimmten Mythos, eine Geschichte. Diese Geschichte handelt von einem Gott, von dem Gott Teut, ein großer Erfinder, und der hat die Schrift erfunden. Und jetzt geht er nach Ägypten zu dem König Thammus und möchte diese Erfindung patentieren lassen und sagt, du König, ich habe was ganz Tolles erfunden. Ich habe die Schrift erfunden und die hat zwei große Vorteile, wenn du die in Ägypten einführst. Erstens werden die Leute im Gedächtnis, das wird gestärkt, die Leute können sich viel besser erinnern und zweitens werden sie wirklich weise im Leben. Und der König sagt, also das überzeugt ihn überhaupt nicht, denn wenn Leute erstmal Bücher haben und erstmal was Schriftliches vor sich haben, dann wird ihr Gedächtnis überhaupt nicht mehr in Anspruch genommen, weil sie alles nachlesen können. Und zweitens sind Bücher vielleicht ganz gut als Sammlungen von Informationen, aber die Fragen, die uns eigentlich im Leben beschäftigen, können über solche Dinge überhaupt nie geklärt werden. Nämlich Fragen, die mit dem guten Leben zu tun haben, die mit dem Sinn unseres Lebens zu tun haben, die damit zu tun haben, wie wir Menschen uns selber verstehen wollen. Dafür ist die Schrift völlig ungeeignet. Da hilft, so dieser Mythos, nur der Dialog, hilft nur das Gespräch. Philosophie zu vergleichen,
Philosophie, schriftliche Philosophie und Philosophie im Dialog zu vergleichen miteinander, ist wie wenn Sie Samen von Früchten haben, die Sie in einen Blumentopf stecken oder die Sie in die richtige Erde stecken. Im Blumentopf freuen Sie sich daran, wie schnell das aufblüht, aber das wird keine Frucht bringen. Wenn Sie die Samen aber in einen Acker hineintun, dann dauert das zwar viel, viel länger, aber Sie werden die Früchte ernten können. Und so ist es auch mit der Philosophie, die an einen Dialog, ans lebendige Gespräch gebunden ist. Nur durch sie, nur durch das Nachdenken miteinander oder ersatzweise, würde Platon sagen, durch die Form des Dialoges, in der wir selber in ein Gespräch mit hineingezogen werden, nur dadurch ist es möglich, durch die Philosophie, durch die Praxis des Philosophierens zu Menschen zu werden, die dann sich der Weisheit, der Wahrheit immer mehr annähern, die raus aus der Konfusion kommen und die die Chance haben, ein glückliches, gelungenes Leben zu führen. Großen Schritt in Raum und Zeit, weg von der Polis Athen in Griechenland, wo Platon und Sokrates in der Stadt gewirkt haben, hin auf ein Waldstück in der Nähe von Cambridge, wo Ludwig Wittgenstein viel spazieren gegangen ist und im Spazierengehen seine eigenen Gedanken geschärft und formuliert hat. Ludwig Wittgenstein, der wohl bedeutendste Philosoph des 20. Jahrhunderts, nicht so ein verschrobener Mensch, der im Schwarzwald lebt und zwischenzeitlich Sympathie mit den Nazis hatte, wie Martin Heidegger, aber ebenso eine vielleicht noch tragischere Existenz, beinahe eine künstlerische Existenz aus reichem Wiener Haus. Seine Brüder haben sich beide das Leben genommen. Er selbst hat auch Zeit seines Lebens sich mit Gedanken an den Selbstmord beschäftigt. Und Rettung gefunden in dem, was seine Philosophie ist oder was Philosophie ist, die er als eine Therapie verstanden hat. Heute, vor 70 Jahren, am 29. April 1951, ist er gestorben. Was Wittgenstein mit Platon verbindet über die beinahe 2400 Jahre, ist, dass Philosophie, wie Wittgenstein immer ausdrücklich betont, keine Lehre ist, sondern eine Tätigkeit, sondern eine Praxis. Wenn Sie bei uns Philosophie studieren oder vielleicht, wenn Sie angefangen haben, Philosophie zu studieren, dann haben Sie natürlich bestimmte Erwartungen an Ihr Studium und bestimmte Erwartungen, die damit zu tun haben, was Sie selber sich so unter Philosophie vorstellen oder Erwartungen an uns Professoren, an mich als Professor. Sie erwarten, dass wir Ihnen was beibringen, was Sie vorher noch nicht wussten. Sie erwarten, dass Sie irgendwelche Skripten lesen können, auswendig lernen und das dann aufsagen können, dass Sie da irgendwelche Noten kriegen, wo das dann bewertet wird, was Sie fleißig gelernt haben. Viele Philosophen entsprechen auch diesen Erwartungen. Sie schreiben Bücher, indem sie das zu Papier bringen, was sie selber für richtig halten. Sie entwickeln Theorien, die dann in einer Schlacht der Theorien sich irgendwie durchsetzen sollen, wenn sie denn erfolgreiche Philosophen sind. Das alles hat Wittgenstein ebenso wie Platon völlig abgelehnt. Es geht nicht darum, die richtige Theorie zu haben, sondern es geht darum, durch eine bestimmte Art und Weise dem Leben zu begegnen. Man könnte es vielleicht am treffendsten von der Intelligibilisierung des eigenen Lebens sprechen, also sich immer mehr von dem bestimmen zu lassen, was man als richtig für sich erkannt hat, dass das die Philosophie ist. Eine Tätigkeit, die eine Praxis bedeutet. Denken Sie an einen Arzt zum Beispiel, an einen guten Arzt. Der wird natürlich auch ein Lehrbuch schreiben können, indem er das zum Ausdruck bringt, was sein Fachgebiet ist und
was man wichtig wissen muss, wenn man ein guter Arzt wird. Aber viel, viel wichtiger ist seine über Jahrzehnte erworbene Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen. Der schnelle Blick, der einem bei der Diagnose hilft und wo allein Lehrbücher nicht weiterkommen. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, was so Platons Philosophie mit der von Wittgenstein verbindet. Es ist auch so, dass Wittgenstein keine Bücher geschrieben hat. Also er hat auch keine Dialoge geschrieben oder kleine Theaterstücke wie Platon. Er hat Bemerkungen geschrieben. Er ist spazieren gegangen, hat ein Notizbuch bei sich gehabt, hat da die wichtigen Dinge aufgeschrieben, hat sie dann daheim im Büro abgetippt, vervielfältigt, ausgeschnitten, neu zusammengeklebt, so dass die Werke eigentlich ein locker, manchmal etwas enger zusammenhängendes Gebilde von verschiedenen Bemerkungen, verschiedenen Sätzen über ein philosophisches Thema sind. Und ähnlich wie die Dialoge Platons zwingen sie uns Schülerinnen und Schüler von Wittgenstein in das Denken selber hinein, wenn wir irgendwie einen Sinn aus dem machen möchten, was Wittgenstein selber geschrieben hat. Wittgenstein schreibt selbst dazu, dass er ursprünglich mal ein philosophisches Buch schreiben wollte, aber daran gescheitert ist. Nach manchen missglückten Versuchen, meine Ergebnisse zu einem solchen Ganzen zusammenzuschweißen, sah ich ein, dass mir dies nie gelingen würde. Dass das Beste, was ich schreiben konnte, immer nur philosophische Bemerkungen bleiben würden. Dass meine Gedanken bald erlahmten, wenn ich versuchte, sie gegen ihre natürliche Neigung in einer Richtung weiter zu zwingen. So eine Bemerkung von Wittgenstein lautet zum Beispiel so: Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. Ist dies nicht der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand? Solch eine Bemerkung steht unter Umständen ganz unverbunden zu Bemerkungen, die vor dieser und nach dieser stehen und bringen uns dazu, darüber nachzudenken, hier in diesem konkreten Beispiel, was wir denn damit meinen, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen. Wittgenstein gibt da eine ziemlich kluge Antwort. Dass, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen, wir eigentlich nicht eine Antwort suchen, die sich in einem Satz, der besonders klug ist, sagen ließe und das ist es dann, und dass man nur diesen richtigen Satz finden muss, sondern dass man sein Leben ändern muss und dass man so leben muss, dass diese Frage verschwindet. Das heißt, dass dieses Gefühl, dass man in Distanz zu seinem eigenen Leben lebt, dass einem der Sinn fraglich ist, sich nicht dadurch löst, dass man eine richtige Theorie oder die richtigen Gedanken hat oder anfängt, Philosophie zu studieren, sondern dass man so lebt, dass diese Frage verschwindet, selbst wenn man dann gar nicht sagen kann, was denn konkret diese Antwort gewesen ist. Diese existenzielle Not, die uns schon bei Platon begegnet ist in diesem Taumazein. Sie erinnern sich an dieses Würfelbeispiel, wo man einfach verwirrt ist und aus seiner Verwirrung gar nicht herauskommt. Die ist auch der Ursprung des Philosophierens bei Wittgenstein. Für Wittgenstein ist die Philosophie eine therapeutische Tätigkeit. Er schreibt in der Bemerkung 255 der philosophischen Untersuchung, seinem wichtigsten Werk, was posthum nach seinem Tod überhaupt erst rausgekommen ist: Der Philosoph behandelt eine Frage wie eine Krankheit. Oder in der Bemerkung 123: Ein philosophisches Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Philosophische Bemerkung 309: Was ist dein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen. Und 119: Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckung erkennen. Auch für Wittgenstein hat die Philosophie nichts mit kindlichem Staunen
darüber zu tun, was viele Philosophen vor ihm gedacht haben, sondern die Philosophie ist ein Ausweg, wie eine Fliege, die in einem Fliegenglas ist und sich immer wieder, weil sie das Glas nicht als Glas erkennt, dadurch Beulen holt, dass sie an dieses Glas anstößt und gar nicht merkt, dass das Glas nicht die Luft ist, für die sie das Glas gehalten hat. Man muss der Fliege den Ausweg zeigen, indem man den Deckel aufschraubt und sie aus dem Glas entlässt. Die Therapie, die uns bei dieser existenziellen Verwirrung und Unruhe hilft, ist die Philosophie. Aber es ist nicht die wahre Theorie, die philosophische Theorie, die wir brauchen, sondern wir müssen das ablegen, was uns den Blick auf die Wirklichkeit versperrt. Wittgenstein schreibt in der Bemerkung 128 der philosophischen Untersuchung: Wollte man Thesen in der Philosophie aufstellen, es könnte nie über sie zur Diskussion kommen, weil alle mit ihnen einverstanden wären. Und in der Bemerkung 103 heißt es: Die Idee sitzt gleichsam als Brille auf unserer Nase und was wir ansehen, sehen wir durch sie. Wir kommen gar nicht auf den Gedanken, sie abzunehmen. Die Idee bei Wittgenstein ist, dass die existenzielle Unruhe und Konfusion daher kommt, weil wir quasi eine Brille auf der Nase haben, mit der wir die Wirklichkeit ganz verzerrt sehen. Und es kommt jetzt nicht darauf an, eine andere oder bessere Brille sich aufzusetzen, also die Theorie oder das, was man bisher für richtig gehalten hat, durch etwas zu ersetzen, was man dann für richtig hält, eine philosophische, bessere philosophische Theorie zu etablieren, sondern schlicht und einfach die Brille von der Nase zu nehmen und die Wirklichkeit so zu betrachten, wie sie sich darstellt von sich selbst her. Wittgensteins Philosophie hat damit Ähnlichkeit zu den großen Kunstwerken, zum Beispiel von Cézanne, der sich, als er gemalt hat, immer wieder gefragt hat, wie schafft er es, die Natur oder den Berge, die Häuser wirklich so zu malen, wie sie erscheinen und nicht, wie er denkt, dass sie ihm erscheinen sollten. Also der Versuch, die Wirklichkeit möglichst theoriefrei zu erleben und darin Heilung zu erfahren. Liebe Studierende, ich habe Ihnen die beiden Philosophen Platon und Wittgenstein nicht vorgestellt, um Ihnen den Philosophiebegriff von zwei ganz bedeutenden Philosophen deutlich zu machen, sondern weil in Ihnen beinahe überzeitlich etwas davon zum Ausdruck kommt, von dem ich denke, dass es für ein Philosophiestudium, wenn Sie selber eine richtige Philosophin und ein richtiger Philosoph werden möchten, essentiell ist. Und dass es da um das zentrale Anliegen der Philosophie überhaupt geht. Das heißt nicht, dass Sie nicht auch andere Interessen an der Philosophie haben können. Und wir freuen uns über jede und jeden, der hier bei uns an der Hochschule studiert. Ein Interesse kann sicherlich sein, irgendwie ein geistesgeschichtliches Interesse. Einfach mal die große abendländische Tradition der Philosophie kennenzulernen, große philosophische Texte zu lesen. Mein Tipp wäre, passen Sie auf, dass Sie nicht einfach nur Skripten lesen,
sondern dass sie sich wirklich an Originaltexten abarbeiten. Eine zweite Motivation zum Philosophiestudium wäre so etwas, was man sagen könnte, so eine Selbstvergewisserung. Da geht es darum, dass die Motivation nicht ist, sich selbst in Frage stellen zu lassen oder in eine existenzielle Krise zu kommen oder in Konfusion zu geraten, sondern dass man eigentlich das Philosophiestudium mit ziemlich klaren Überzeugungen davon beginnt, was richtig und falsch ist. Vor allen Dingen in der Ethik zum Beispiel, aber auch in Bezug auf Religion. Und dass man merkt, dass das alles noch so ein bisschen shaky ist, der Grund, auf dem das steht. Aber man möchte eigentlich die Grundüberzeugungen nicht wirklich in Frage stellen. Es ist klar, aus dem Philosophiestudium soll man gestärkt herauskommen und die eigenen ethischen Intuitionen sollen bestätigt werden, höchstens ein bisschen korrigiert werden davon. Und es ist klar, eine Hochschule wie die Hochschule für Philosophie, die ja auch weltanschaulich gebunden ist, ist auch eine geistige Heimat für viele Leute, die diese Selbstvergewisserung suchen. Meiner Auffassung nach, aber das ist meine private Meinung, ich finde sowas ziemlich langweilig und ich finde, es hat mit Philosophie nicht wirklich etwas zu tun, weil es in der Philosophie darum geht, sich selbst in Frage stellen zu lassen durch das Denken selbst und in eine existenzielle Auseinandersetzung mit sich selbst einzutreten, mit offenem Ende, was immer dabei herauskommt. Man könnte sagen, die Herausforderung der Philosophie, eines Philosophiestudiums ist, dass wir etwas in Frage stellen lassen, was ganz eng mit unserer eigenen Identität zu tun hat. Und dass es deswegen so schwierig und manchmal auch so schmerzlich ist. Weil wir Menschen uns sehr schnell darüber definieren, was wir denken, was wir richtig und falsch finden, wovon wir vielleicht starke Überzeugungen und starke Meinungen haben. Wir meinen, das macht uns als Menschen aus. Und das ist klar, das, was die eigene Identität konstituiert, das stellt man nicht so schnell in Frage. Aber ein wirkliches Philosophiestudium möchte genau da ansetzen, möchte ergebnisoffen fragen, uns hinterfragen, dass wir uns selbst hinterfragen, ob das, was wir eigentlich so an unseren Überzeugungen mitbringen, von dem, was gut und böse, richtig und falsch ist, was es mit der Religion auf sich hat, ob das eigentlich dem kritischen Denken gegenüber Bestand hat. Man könnte sagen, Philosophie so zu betreiben, bedeutet sich in einen, modern ausgedrückt, unsafe space zu begeben. Sie kennen die Diskussion in Amerika, dass selbst Universitäten so etwas wie einen Safe Space bieten sollen und Studierende nicht mit etwas konfrontiert werden sollen, was sie tatsächlich tief in Frage stellt und beunruhigt. Aber darum geht es in der Philosophie, sich beunruhigen zu lassen, sich betreffen zu lassen, sich in diesem unsafe space zu bewegen, um in der Hoffnung und auch in der Zuversicht, dass sich selbst wenn sich dadurch viel an uns selbst ändert. Selbst wenn das bedeutet, dass wir liebgewonnene Einsichten, die wir meinen, nicht aufgeben zu wollen, korrigieren müssen. Selbst wenn wir merken, wie kulturgebunden unsere Anschauungen und auch vieles von unserem Philosophieren ist, dass da eine neue Auffassung, eine neue Art, über die eigene Identität nachzudenken, entstehen wird. Und dazu nur noch ein Hinweis. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die aus einer tiefen Spiritualität herausleben, die aus der Meditation herausleben, sich auch geistig immer wieder, immer mehr weg davon bewegen, das Denken zu benutzen zur Rechtfertigung des eigenen Weltbildes. Und meiner Ansicht nach geht es darum, in der Philosophie, und das kann zumindest ein erster Hinweis sein, wo unsere wahre Identität zu finden ist.